Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 1093. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Ich glaube, es ist die 93. Eventuell ist es die 94. Wie sage ich's? Das Schiff ist weg. Es hat nicht funktioniert. Es sah einfach scheiße aus. Ich weiß nicht, ob man dieses Ding in Minecraft überhaupt gut aussehend bauen kann. Ich kann es auf jeden Fall nicht, wie man gesehen hat. Und ich habe auch ehrlich gesagt mehr Bock, jetzt weiter in der Stadt zu bauen als alles andere. Deswegen werden wir das machen. Ich habe alles abgebaut. Ich habe alles wieder hier in die Kisten gepackt. Deswegen, uns ist nichts verloren gegangen, außer halt die Zeit. Aber gut, ne? Kann man nichts machen. Ist halt jetzt so. Und ja, hier sind ein paar Sachen drin. Hier ist wieder alles voll. Und hier sind die ganzen Cut-Copper-Sachen wieder drin. Ich würde sagen, als erstes gehen wir rein und gucken, dass wir hier und da wieder ein paar sehr coole, kleine, feine Treppen und so weiter bauen können, weil das, ich finde das bockt so sehr und ich finde, davon brauchen wir einfach auch noch viel mehr, aber ich weiß teilweise einfach nicht, wohin, weil ich will die halt schon so haben, dass die auch Sinn ergeben und nicht einfach nur dahin tun, um sie zu haben. So, das hier könnte man zum Beispiel verbinden, ne? Aber man bräuchte halt auch noch irgendwie was, um da hinzukommen. Weil ja, du kannst hier hochgehen und kannst dann hier wieder rausgehen. Aber du musst dann halt durch diese Wohnung, um nach hier oben zu kommen. Und das macht halt nicht so viel Sinn, finde ich. Deswegen lass mal gucken, ob wir hier nicht noch die ein oder andere feine Idee haben. Und dann, ja, haben wir dann hoffentlich damit was Sinnvolles, was wir heute machen. Und genau, also ich meine, es ist buchstäblich so einfach. Also wirklich. und dann machen wir hier. Ich meine, okay, wir können auch noch so machen. Und dann setzen wir hier einfach zack, zack. Und hier natürlich wieder nicht. Das ist wieder blöd, aber kann man nichts machen. Das ist halt leider bei Minecraft einfach nicht anders drin. Wie zum Beispiel auch bei dem Boot. Man könnte jetzt auch noch sagen, dass ich früh aufgegeben habe. Ist mir aber egal, wenn man das sagt. Weil ich habe auch nichts davon, hier unzählige Folgen damit zu verschwenden, irgendwas zu bauen, was halt einfach partout nicht klappen will. Deswegen, ja, habe ich jetzt einfach gesagt, komm, ich take den L, es bringt nichts. So, ist halt jetzt so. Ich glaube, keiner von euch wird dieses Ding vermissen, weil ich habe auch überlegt, es passt halt so ein bisschen von der zukunftsmäßigen Ästhetik, ja, aber es passt halt vom Maßstab auch einfach nicht hier rein und der ist natürlich auch wichtig. Das Ding ist einfach viel zu groß, um Sinn in dieser Welt zu machen. Im Vergleich zu den Wohnungen und den Häusern ist es halt einfach, also es war teilweise länger als ein komplettes Haus und höher mit den beiden silbernen Dingern halt auch noch. Deswegen, ja, ne? Wie gesagt, ist, glaube ich, keiner traurig drum, dass wir das jetzt weg haben. Ich bin's zumindest nicht. So, dann machen wir hier wieder die Treppen rein. Wir müssen allerdings deutlich höher noch kommen. Nee, müssen wir nicht. Haha! Der Profi, Digga. Dann mache ich hier aber nochmal so und so. Und dann können wir hier wieder wundervoll die schönen Trapdoors dran machen. So, hier natürlich dann auch wieder an der Seite. Zack. 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 So. Und ich bin dir auch ganz ehrlich, das hier macht dann auch wenig Sinn. Dann machen wir das lieber so und so. Zack. Und dann können wir hier wieder eine dran setzen. Hier machen wir das dann so und setzen hier den Zaun dran. Dann hält das auch wieder. Dafür sind die ja da. Dann können wir auf die andere Seite gehen. Ich muss ein bisschen näher zum Mikro, glaube ich. So. Und dann können wir hier hingehen.
Machen wir das noch zu. Hier kann man dann auch noch irgendein Deko-Element oder so hinpacken. Und dann sind wir hier auch wieder gut. Und dann können wir uns überlegen, wie wir hier jetzt es gut organisieren, dass wir eine Tür haben. Auch wenn wir gar nicht so viel machen müssen, damit das Sinn ergibt. Das ist schon mal sehr nice. Ja, aber dann kommt man halt auch hier in dieses Geschoss, was natürlich sinnvoll ist. Und ich habe ja gesagt, ich würde am liebsten das so machen, dass man halt wirklich in jede Wohnung auch reinkommt. Das ist natürlich nicht komplett möglich, weil wie? Aber man könnte dann zum Beispiel wieder sagen, okay, machen wir es hier halt wortwörtlich. Machen den hier hin. So. Und gehen dann hier wieder hoch. Weil wir haben hier oben ja auch noch eine Wohnung, in die man sonst nicht reinkommt. Und dann kann man hier wieder so machen. Von mir aus auch noch so. Von mir aus auch noch so und so. Dann hier zwei Trapdoors. Am besten nicht, während man draufsteht. Und hier kommt man dann in die Wohnung. Und wir haben diesen Zwischenraum genutzt. Man hat es hier gut direkt dran. Wir könnten den hier auch noch einen weitermachen, dann ist es nicht ganz so eng. Das ändert ja auch nicht viel. So. Wir könnten, hätte ich jetzt mehr von dem Holz. Und auch von oben, auch von unten sieht es ein bisschen cooler aus, wenn man jetzt nach oben guckt. So, gib mir nochmal ein bisschen was von dem wunderschönen grünen Holz. Kann man diese Bäume eigentlich auch anbauen in der Oberwelt? Bestimmt, oder? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe damit noch nie gearbeitet. Hier, das ist soweit fertig. Hier, das noch nicht. Also so und so. Jetzt kann man hier schöner laufen. Kommt man hier hoch und hier hat der dann seine Tür. Wunderbar. Cool. Finde ich geil. Habe ich richtig Bock drauf. Man könnte sogar noch hier auch eine Tür reinsetzen. Das ist ja der Hammer. Ich glaube, das mache ich sogar. So und so. Dann holen wir uns gleich nochmal schön Glas, also Blöcke, damit wir das auch endlich vernetzen können. Und dann kann man buchstäblich von der Straße, pass auf, wir machen das jetzt. Man kann von hier jetzt auf zwei verschiedene Arten und Weisen, aber wir nehmen die hier, weil die cooler ist, hier langlaufen, hier hochlaufen, hier rüberlaufen, hier hochlaufen, hier reinlaufen, hier rüberlaufen, hier hochlaufen und ist hier oben. Und das ist doch schon mal ziemlich nice. Und wenn wir sowas einfach immer mal wieder hier irgendwie in die Stadt bauen, fände ich das echt cool. Man könnte jetzt auch noch hier rüber gehen, aber das hat natürlich seine eigene Treppe. Das macht also keinen Sinn. Man könnte aber noch hier rüber gehen. Wäre natürlich praktisch, wenn man da auskommen könnte, aber das wird, glaube ich, nichts. Ich will es halt aber auch nicht übertreiben. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, da so ein gutes Mittelmaß zu finden. Aber ja. Müssen wir mal gucken. Ich kriege jedes Mal dieses Gefühl von Fallen, wenn ich das mache. Das ist ätzend. So, okay, guck mal. 4 könnte sogar fast exakt reichen. Nehme ich mir nochmal hier die mit. Und dann können wir mal eben da hinten das noch ausbessern, weil das hatten wir bis jetzt noch nicht. Und hier muss ich halt eigentlich nochmal kurz hin. Weil ich weiß, das wird wahrscheinlich niemand sehen und da achtet auch niemand drauf. Aber ich achte da drauf. Deswegen, zack, zack. Viel besser. So, und jetzt zeige ich euch noch den anderen Weg. Geht man hier hoch, geht man hier lang, geht man hier hoch und geht man hier lang. So, und dann setze ich hier, zack und zack, Fenster hin. Und dann kommen wir gleich nochmal wieder, wenn wir Türen haben. Dann machen wir auch die. Hier kommt man auch überall hin. Und dann gehen wir nochmal nach hier oben. Und dann würde ich sagen, boah, der Vogel geht aber gerade ab. Ich setze hier drüber ein Fenster. Ich glaube sogar nur so. Ja, so ist gut. Ich überlege gerade, ob man hier noch irgendwo lang gehen könnte. Was ist das da? Ach ja, da, so kommt man nach da. Stimmt. Nee, so ist glaube ich erstmal. Ja, so ist erstmal gut. Man könnte jetzt hier noch eine Treppe machen, aber die wäre dann mit der Kurve komisch. Dann müssten wir hier doch einen früher anfangen. Dann könnte man es machen. Dann könnte man hier nochmal hochgehen, damit man auch da zu einem von den Stockwerken noch kommt, aber
Wir müssen auch nicht allzu kleinlich sein. Irgendwann wird es halt auch dann zu viel, da hat man auch nichts von. Aber so finde ich das doch erstmal ziemlich nice. Und wenn wir irgendwann hoffentlich in sehr ferner Zukunft die restliche Stadt auch noch haben, weil überlegt mal, wie viel Abenteuer und sowas man hier noch haben kann. Vor allem, hier haben wir noch die Chance, das von vornherein auch zu planen. Weil hier, das ist ja jetzt quasi im Nachhinein nur noch, das ist ja nur noch Wunschdenken, das irgendwie zu verknüpfen. Oder die Hoffnung, das irgendwie verknüpfen zu können. Und das haben wir da hinten ja natürlich noch nicht, weil wir da noch gar nichts gebaut haben. Aber apropos bauen, ich würde eigentlich gern nochmal kurz gucken, dass wir gegen Ende der Folge hin nochmal irgendwie was schaffen. Dass wir zumindest ein kleines Gefühl von Fortschritt heute noch haben. Ich muss mal eben gucken, wo wir überhaupt als nächstes hin müssen. Hatten wir jetzt hier vorne eigentlich alles... Ist das fertig? Das ist fertig, ne? Krass! Warte mal. Das muss ich mir mal eben von oben angucken. Heißt das, wir haben hier links den... Lol, das ist... Yo! Hä? Das ist fertig, Digga. Weil wir müssen hier noch irgendwas auf das Dach setzen, finde ich. Weil das sieht sehr leer aus, vor allem wenn man die Dächer da vorne anguckt. Das finde ich halt mega nice. Jetzt nicht in der Nahaufnahme, aber hier muss auch noch irgendwas drauf. Aber hier muss halt vor allem noch was drauf. Und dann müssen wir die kleinen Häuschen noch bauen. Da sind halt noch nicht mal Erdsäulen dran. Bedeutet, ich habe halt auch wirklich noch keinerlei Idee, wie hoch die werden sollen. Die sollen auf jeden Fall nicht so hoch. Ich glaube, vielleicht sogar, dass wir da direkt ein Dach draufsetzen und hier vielleicht noch ein Stockwerk drauf. Jeweils und dann ein unterschiedlich hohes Dach, damit man auch ein bisschen Variation natürlich hat. Ich glaube, das könnte schon reichen. Also ich glaube, das ist dann ein guter Verlauf. Also hier auf jeden Fall nur noch ein Dach. Vielleicht eins von denen dann schon einen höher und dann, dass man so leicht in die Stadt reingeführt wird. Weil hier ist es natürlich dann schon sehr hoch. Und das kann man dann von da aus natürlich noch ein bisschen kaschieren und noch ein bisschen interessanter machen. Wenn wir mal eben, pass auf, wir machen das jetzt. Hier kommt jetzt... Nein, das ist dumm. Pass auf, wir machen das jetzt ganz wie Profi. Wir gehen jetzt hier hoch. Und zwar so. Das ist maximale Höhe für das Dach. Dann machen wir das hier auch. Dann ist vielleicht das maximale Höhe für das Dach. Hier kommen dann... Diorite, Farbe, 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 Diorite, Dach, Dach. So, haben wir einen guten... größer werdenden Verlauf. Dann machen wir das hier nochmal. Dann haben wir Diorite, Farbe, 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 Diorite. Also Diorite, Farbe, 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 Diorite. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Und hier machen wir es so. Diorite, Farbe, 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 Diorite, 1, 2. So. Das könnten die Höhen sein, würde ich sagen, für diese Häuser. Und ich würde außerdem sagen, dass ich jetzt auch direkt noch hier anfange, das Diorite zu setzen. Weil das kann ich jetzt noch eben machen. Das ist nicht schwer. Okay, wenn man sich so anstellt, vielleicht schon. Aber an sich, meine Fresse, wenn man sich so anstellt, ist es tatsächlich super schwer. Dann ist es eine Mammutaufgabe. Wenn man sich normal anstellt und nicht wie so ein Vollidiot, dann geht es tatsächlich. So, das können wir hier natürlich auch nochmal machen. Hier, stimmt, hier habe ich auch wieder diesen Vorhang gebaut. Überhang. Vorhang, Digga. Jo. Das war es wieder komplett. So, dann gehen wir nach hier. Zack, 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 zack. Das geht zum Glück ganz schnell, weil man sich einfach nur an das Muster von unten halten muss. Da muss man nicht selber drüber nachdenken. Ist zwar streng genommen nicht das Muster, was wir sonst immer benutzen, aber egal. Zack, zack. Nee, das ist dumm. Zack. Einer, zwei, einer, zwei, einer. Einer, zwei, einer, zwei. Einer, nee. Einer, zwei. Fertig.
Hier brauchen wir es nicht machen, weil hier kommt wirklich nur noch ein Dach hin. Ich weiß noch nicht, wie die Dächer aussehen werden. Ich weiß auch noch nicht, was wir hier mit dem Stockwerk machen. Ich weiß auch nicht, wieso ich hier immer runterfall. Aber das ist wirklich eine Sorge für einen anderen Tag. Ich bin tatsächlich sehr begeistert oder froh darüber, wie das hier aussieht. Auch wenn ich finde, dass es halt noch so ein bisschen schwebend ist. Also ich würde das gerne noch irgendwie verbinden miteinander. Ich weiß nicht, ob wir auf den Ecken dann einfach mit... Ja doch, das machen wir. Wir gehen auf den Ecken vielleicht einfach auch noch mit Trapdoors hoch. Mal gucken. Nicht mehr heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.